der ältesten Fundstücke, die man finden kann, von Menschen gefertigt sind Keramiken. Ich glaube, das ist so eine Verpflichtung. Eine gute Form kann lange Bestand haben in Porzellan. Ich bin Matthias Rubbelse, ich bin Produktdesigner und arbeite schwerpunktmäßig mit Porzellan. Das Besondere an meinem Porzellan ist die Oberfläche. Ich glasiere meine Porzellane ausschließlich von der Innenseite und nicht von außen. Das nennt man dann Biskuitporzellan. Die Form muss alleine leben, also ohne dass ich da zwingend ein Dekor brauche, um es zu verstärken. Es kann ein Dekor drauf, muss aber im Prinzip ohne funktionieren. Der Prozess der Produktentwicklung ist sehr unterschiedlich. Es kann sein, dass ich beim Arbeiten Sachen entwickeln, die ich vorher gar nicht geahnt habe, dass ich Sachen neu zusammenfüge, zusammenteile, trenne, kombiniere, dann ein neues Bild erhalte und damit spiele. Es kann, das ist, wenn ich mit den Händen arbeite in der Werkstatt. Ich benutze verschiedene Texturen, um die Eigenschaften dieses Porzellans zu verstärken, was man beim Spüren dann ganz besonders wahrnimmt. Ich habe Bienenwachswaben, wo ich die Waben, mit denen man vielleicht aus dem Grundschulunterricht kennt, mit denen man Kerzen rollen kann. Und diese Oberfläche benutze ich, um dann hinterher eine Porzellankörper, Gefäß, Lampe daraus zu fertigen. Das hat das Bekannte in sich und ist trotzdem komplett neu.